Beginnen Sie mit der Planung Ihres Regals und dem Ort, an dem es später seinen Platz finden wird. Messen Sie die Länge, Tiefe und die Höhe des benötigten Platzes aus. Notieren Sie die Masse und erstellen Sie anschließend Ihr Regal mit dem Konfigurator. Machen Sie sich eine Skizze auf Papier und zeichnen Sie die einzelnen Abteilungen ein und die ermittelten Masse dazu. Ganz wichtig bei der Planung ist die Materialstärke der stehenden Holme und der Regalfachträger, die Sie unbedingt mit anrechnen müssen. Das Material, das wir hierfür verwenden, ist ein 2 auf 2 cm Vierkantstahlrohr. Die Masse, die Sie in den Konfigurator eintragen, bezieht sich stets auf die Innenmasse der Regalfächer. Beginnen wir nun mit der Demonstration des Konfigurators. Nehmen Sie Ihre Skizze als Vorlage und fangen Sie an, die Außenmasse in den Konfigurator einzutragen. Farbe und Holzart lassen sich zu jeder Zeit auch nachträglich noch hinzufügen. Fangen wir an, eine Länge von 120 cm festzulegen. Sie können das Maß über die Pfahlsymbole am Einstellungsfeld mit Hilfe der Maus vergrößern oder verkleinern, oder Sie tippen den Wert direkt über Ihre Tastatur ein. Dazu klicken Sie in das Einstellungsfeld, markieren den darin stehenden Wert und tippen Ihr gewünschtes Maß über Ihre Tastatur ein. In gleicher Weise gehen Sie für Höhe und Tiefe vor. Unserer Skizze können wir entnehmen, dass das Regal 8 horizontale Fahrträger haben soll. Teilen wir also die gerade erstellte Fläche in 8 horizontal angeordnete Flächen. Stellen Sie dazu den Wähler Anzahl auf 8 und die Richtung auf horizontal. Nun noch auf die Schaltfläche Teilen klicken und es werden 8 gleich große Flächen erzeugt. Im 3D-Modell sehen Sie gleichzeitig, dass dieselbe Anzahl an Regalfächern erzeugt wurde. Machen wir weiter mit unserem Regaldesign. Zu diesem Zeitpunkt gestalten wir nur die generelle Form und die Anzahl der Regalfächer bzw. der Abteile. Sehen Sie, wie man die Werkzeuge Anzahl, Richtung, Teilen und Löschen dabei handhabt. Wenn Sie eine Fläche teilen wollen, so muss diese zuerst markiert werden. Markieren Sie die zu bearbeitende Fläche, indem Sie mit der linken Maustaste darauf klicken. Wenden Sie anschließend darauf Anzahl und Richtung aus und bestätigen mit einem Klick auf die Schaltfläche Teilen. Ebenso verhält es sich, wenn Sie eine Fläche löschen möchten. Zuerst markieren Sie und anschließend auf Löschen klicken. Möchten Sie nun eine Maßanpassung durchführen, zum Beispiel die Höhe eines Regalfaches, so platzieren Sie Ihren Mauskursor einfach auf das angezeigte Maß und klicken Sie einmal mit der linken Maustaste darauf. Im gleichen Moment öffnet sich eine Eingabemöglichkeit. Geben Sie die gewünschte Maßeinheit ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste Ihrer Tastatur. Sie können das 3D-Modell mit dem Mauskursor bei gedrückter linker Maustaste im Raum um seine Mittelpunktachse drehen. Mit dem Mausrad heran- und wegzoomen und mit den Pfeiltasten das Modell nach links und rechts bzw. nach unten und oben verschieben. Unser Regal ist nun fertig. Ein letzter Kontrollblick und Ihr Design ist bereit zum Abschicken der Angebotsanfrage. Klicken Sie dazu auf die rote Schaltfläche Design und Anfrage senden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.